Herrscher der Flammen, erhöre unseren Ruf. Herrscher der Lohen, gewähr uns deine Gnade. O mächtiger Ifrit, Herr des Infernos, steig zu deinen Dienern herab in flammenlodernder Herrlichkeit. Herr, wir bringen dir diese unwissenden Wilden als eine Gabe zur Feier deiner Vollkommenheit. Reinige ihre verdorbenen Seelen in deinen senkenden Feuer und nimm sie zu dir. Verflucht! Auch diese beiden da, bring sie her. Was soll das? Wir hatten das nicht abgemacht. Niemand außer seinen Dienern darf der Beschwörung des göttlichen Ifrit beiwohnen. Ihr bezahlt die Enthüllung vor unwürdigen Augen mit eurer Seele. Nein, nein, das könnt ihr nicht. Ich flehe euch an. Ihr törichten Geschöpfe, mein Atem wird das Zeichen des Feuers in eure Seelen brennen. Erhebt euch als meine erhebenden Diener. Sprecht mir Lobpreis und Ehren, auf dass meine Flammen hell leuchten mögen in alle Ewigkeit. O mein mächtiger Ifrit, wir preisen dich, flammender Gott. Deine Worte seien mein Bekenntnis. Was geht hier vor? Warum widerstehst du allein? Berührt der Herr nicht dein madenzerfressenes Herz? Bist du schon von einem anderen Götzen besessen? Ja, nicht anders kann es sein. Dein sterbliches Fleisch soll gesäß sein, nur für einen, den einzigen Gott, mich. Doch ich rieche keine fremden Götzen an dir. Es ist ohne Zweifel, du bist eine ohne jeglichen Gott Begnadete. Der Götterboten warnten uns vor solche deiner Art. Bekehrst du dich nicht zu mir, so soll deine Existenz nun enden. Kommt Tanky vor? Aber noch recht schnell runter, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob wir jetzt die Säule kaputt machen müssen oder ob wir die jetzt ignorieren wollen. Oh.
Das war irgendein heftiger Angriff, auf jeden Fall. Okay, eigentlich war das ziemlich einfach. Er ist nicht blau. Gameplayerin. Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich hatte da ein paar Amaljal im Nacken. Ich sage dir, die wollten mich alle zu ihrer Religion bekehren. Fette, hartnäckige Bande. Das, was der gerade gemacht hat, will ich auch gönnen. Puh. Ich sehe, die Gefangenen wurden schon in Sicherheit gebracht. Das sollte man von Raubans besten Leuten in der Legion auch erwarten. Was die beiden Verräter angeht, auf die wartet die höchst unerquickliche Zeit. Sie werden eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Und bei dir, Gameplayerin, muss ich mich entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine erste Mission gleich eine solche Feuertaufe ausarten würde. Aber lass uns das Gespräch doch in einer etwas angenehmeren Umgebung fortführen. Wir brechen auf. Alle, die mitkommen, hier entlang. Das war also der große Ifrit. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die Werte sind weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte. Selbst wenn man die Gegenmaßnahmen dieser Uldana einberechnet. Was willst du auch anderes erwarten, wenn du dich auf 5 Jahre alte Daten der 7. Legion verlässt? Und bei der modernen politischen Lage können wir die Unterstützung des Kaisers bei den Untersuchungen vergessen. Wir können niemandem vertrauen, außer uns selbst. Pessimistisch wie immer, Livia. Versprich mir, dass du dich nie ändern wirst. Wir haben genug Zeit hier verschwendet. Dein Messgerät ist verdammt nochmal zu alt, um irgendetwas Brauchbares anzuzeigen. Vielleicht gab es heute nichts Besonderes zu messen. Gut, dann begnügen wir uns eben mit dem Bewusstsein, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Trotzdem beunruhigt mich diese Abenteuerin. Eine solche Stärke könnte uns noch hinderlich werden. Mag sein, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Der Legatus hat dir die Aufgabe erteilt und du hast sie zu erfüllen. Ich schlage vor, dass du dich etwas mehr ins Zeug legst. Sonst werde ich dir Respekt vor ihm beibringen. Huch.
Wer solche Verbündete hat, braucht wirklich keine Feinde. Ich werde mich hüten, eine liebestolle Frau gegen mich aufzubringen. Irgendwie scheinen wir jetzt alleine hier zu sein. Moment. So, da sitzt der liebe Skull und hat noch auf uns gewartet. Das ist schön. Er ist nämlich mit uns gelaufen. Er hat uns unterstützt als Heiler. Filmfrequenz für später? Was, wie? Er hat uns nämlich unterstützt als Heiler und hier auf diesem Wege auch nochmal vielen lieben Dank. Ich schneide mal eben das Gespräch, was jetzt noch kommt, raus und wir sehen uns dann draußen. So, wir sind wieder draußen. Ich habe mich gerade nochmal kurz verabschiedet vom Skull. Sind das jetzt diejenigen, die gefallen sind? Nehme ich mal an. Ah, da bist du ja, Gameplayerin. Entspann dich. Die Amaljar werden eine Weile Ruhe geben, nachdem wir ihren Gott zu Äther zerstaubt haben. Aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich erst so spät eingreifen konnte. Das heißt eigentlich gar nicht. Ich war dir überhaupt gar keine Hilfe. Die Geiseln, die wir befreit haben, sind physisch außer Gefahr, aber ihr Geist... Na, aber lass dich nicht bei trüben Gedanken verharren. Freuen wir uns, dass wir die Sache so glimpflich überstanden haben. Du hast Ifrit mit eigenen Händen besiegt, Gameplayerin. Das passiert nicht alle Tage. Mit einer solchen Stärke wirst du die Geschicke der Welt noch entscheidend beeinflussen. Das habe ich im Gefühl. Mifilia wird stolz sein zu hören, dass, was du heute geleistet hast. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich ihr die Nachricht überbringe. Dann habe ich zumindest etwas zu der Mission beigetragen. Also ruh dich aus, meine Liebe. Das hast du dir verdient. Wir treffen uns später im Sonnenwind, ja? So, da steht aber, dass ich hier Bericht erstatten soll. Da steht nicht, dass er ihr Bericht erstattet. Wo sind wir denn hier? Moment. Ach so, ganz da hinten. Ja, wie immer. Komplett weit weg. Ich werde das jetzt mal machen und ich werde da jetzt einfach mal hinreisen. Nein. Ach, Mann. Ich lerne es einfach nicht. Ich will hinreisen, will dann die Karte wegdrücken. Aber ich kann die Karte nicht wegdrücken, weil das nämlich heißt, dass ich dann auf Abbruch drücke, weil ich das halt immer mit der Escape-Taste mache. Ei, ei, ei. Okay, also ich reise jetzt mal eben dahin und hole euch dann gleich wieder hinzu. Ah, die siegreiche Primarkriegerin. Tancred ist vor wenigen Augenblicken zurückgekehrt. Er ist schon im Saal bei Minfilia. Geh doch rein, damit sie sieht, dass du wohlerhalten bist. Morgenröte Gelenkschoner. Okay, bringt aber trotzdem nicht viel. Und wäre ich nicht so unvorsichtig gewesen, so wäre sie nicht in die Hände der Amaljar gefallen. Ganz zu schweigen von der Konfrontation mit Ifrit. Ich habe sie in große Gefahr gebracht. Es ist zwar noch mal gut ausgegangen, aber ich kann es mir einfach nicht verzeihen. Wenn ich doch irgendetwas tun könnte, um mich zu entschuldigen. Tancred, was passiert ist, ist passiert. Sei nicht zu hart zu dir. Oh, Gameplayerin, wie schön, dich zu sehen. Ah, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade habe ich mir Minfilia von deinen Heldentaten erzählt. Du hast Ifrit besiegt, Gameplayerin. Das ist einfach unglaublich. Ich bin beeindruckt. Das Risiko war beachtlich, aber mit deiner Hilfe haben sich die beiden Fälle aufgeklärt, die wir untersuchen wollten. Genau wie wir vermutet hatten, wollten die Amaljar ihren Primae Ifrit beschwören und dafür raubten sie die Kristalle und entführten die Flüchtlinge. Was du vielleicht noch nicht weißt, ähnliche Vorfälle ereigneten sich auch in Limsa Luminsa und Credania. Du fragst dich sicher, wie die Zwischenfälle nun mit der Primae-Beschwörung in Zusammenhang stehen. Der Lebensquell der Primae ist Äther. Sie brauchen diese Energie, um zu existieren.
Je stärker sie sind, desto mehr Äther erfordert ihre Beschwörung. Du weißt, dass Äther die gesamte Schöpfung durchströmt. Er ist in der Luft, im Wasser, überall. Doch diese verdünnte Form ist nicht stark genug für ein Wesen, so mächtig wie Ifrit. Primae, wie er, brauchen mehr Äther in Form von Kristallen. Das ist der Grund, warum ein Überfall auf eine Kristallkarawane nicht selten auf Aktivitäten der wilden Stämme hindeutet. Was die Frage offen lässt, warum sie noch Leute entführt werden. Warum auch noch Leute entführt werden. Nun, dazu musst du erst verstehen, wie Primae geboren werden. Wenn alles in der Welt in Harmonie ist und keine Konflikte bestehen, existieren auch keine Primae. Ihre Essenz ist gelöst im großen Ätherstrom, körper- und gestaltlos. Wie bei Baphomets Fluch. Doch wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, Bartimeus hieß das. Doch wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten, dann rufen diejenigen, die bei Primae, ich will immer Primae sagen, die Primae verehren, voll Verzweiflung ihren Gott um Hilfe, die Amal-Jar zum Beispiel, Ifrit. Diese Hilfeschreie erreichen den Ätherstrom und der Geist des Primae, der darin verteilt ist, und bringen ihn zur körperhaften Existenz. Dabei verschlingt er Unmengen von Äther. Sobald sich ein Primae so manifestiert hat, wird er durch die Gebete und Wünsche seiner Diener stärker und stärker. Je mehr und je fanatischer die Anhänger, desto stärker wird auch der Primae. Aber sie begnügen sich nicht mit gelegentlichen Gebeten, sondern sie fordern absoluten Gehorsam und schrecken nicht davor zurück, den Geist von immer mehr Unbeteiligten zu beeinflussen. Du hast es selbst bemerkt, als auf einmal diese Mitstreiter von der Legion anfingen, Ifrit zu lobpreisen. Interessanterweise warst du die Einzige, die nicht davon betroffen war. Und zwar, weil du die Kraft des Transzendierens besitzt. Wir wissen nicht warum, aber alle mit dieser Gabe sind immun gegen die Beeinflussung durch die Primae. Als ob eine Macht über uns wachte, die größer ist als die der wilden Gottheiten. Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, habe ich dir gesagt, dass deine Kraft eine entscheidende Rolle in der Primae-Frage spielen wird. Ich denke, du verstehst jetzt wieso. Die Vorfälle, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, haben allesamt eins gemeinsam. Sie sind hervorragend geplant. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber immerhin, ihr beide seid heil zurückgekommen und darüber bin ich sehr erleichtert. Die Legion der Unsterblichen hat uns versichert, dass sie sich um den Rest kümmern werden. Wir können also erst einmal durchatmen und uns dann weitere Vorgehen überlegen. Ich schlage vor, dass du dich gut ausrüst, Gameplayerin. Wer weiß, wann du wieder die Zeit dazu hast. Sobald du in der Bevölkerung bekannt wirst, was du vollbracht hast, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Ich weiß nicht, ob Minfilia es bewusst verschwiegen hat, aber früher oder später wirst du es sowieso erfahren. Deswegen hörst du es besser von einem von uns. Wir haben die beeinflussten Entführungsopfer zwar gerettet, aber sie alle müssen hingerichtet werden. Auch die, die an deiner Seite gekämpft haben. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass diese Information unter uns bleibt. Mir tut es im Herzen weh, aber es muss geschehen. Wenn jemand dem Einfluss eines Primae zum Opfer gefallen ist, so gibt es keine Heilung. Solange er lebt, gehört seine Seele dem Primae und trägt immer mehr zu dessen Stärkung bei. Der Bund der Morgenröte wird unermüdlich weiterkämpfen, damit in Zukunft keine unschuldigen Leben mehr geopfert werden müssen. Und ich hoffe, du wirst uns weiterhin unterstützen, Gameplayerin. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss General Rauban sprechen und ihm die schlechte Nachricht überbringen. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Wenn Louis Sox noch unter uns wäre, wäre das alles nicht geschehen. Wenn ich die anderen beschützen will, muss ich stärker werden. Das tut mir echt leid. Ja, da sie schon wieder eine neue Aufgabe für uns hat, würde ich sagen, machen wir hier mal eben einen schnellen kleinen Cut und ja, hören und sehen dann den Rest im nächsten Video. Bis dann. Ciao.